Anflug auf Venedig. Hier sind die größeren Inseln in der Lagune von Venedig gut erkennbar. Der Turm am Markusplatz ragt hervor. 30 Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, mehr als nach Rom. Allerdings sind die Übernachtungszahlen in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. Das liegt vor allem an den hohen Preisen. Viele Touris kommen auch mit den riesigen Kreuzfahrtschiffen, die kurz vor der Stadt vor Anker gehen. Manchmal gehen so 10.000 Reisende an Land und verstopfen die kleinen Gassen der Stadt. Die Zahl der Einwohner sinkt hingegen seit Jahren. Im historischen Stadtkern wohnen weniger als 58.000 Menschen. Allein zum traditionellen Karneval kommen über 1 Million Besucher in die Stadt. Sie bringen in nur wenigen Tagen 40 Millionen Euro ein.